Ja, das Thema häusliche Gewalt ist leider auch eines, mit dem wir uns in der Stadt Bocholt beschäftigen müssen. Man darf nicht davon ausgehen, dass wir eine Insel der Glückseligen in diesem Bereich sind. Und gerade in so einer stressbehafteten Zeit wie jetzt der Corona-Zeit, in der man sehr viel zu Hause ist, auch Personen vielleicht aufeinander hocken müssen, kommen diese Phänomene besonders vor. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass unsere städtische Gleichstellungsbeauftragte zusammen mit der Bocholter Politik diese Plakatkampagne gegen häusliche Gewalt und auch für die Opfer, dass sie sich offenbaren können, dass sie sich melden können, gestartet hat. Wir haben 10.000 Plakate in Auftrag gegeben, haben sie heute in der Innenstadt ein Stück weit verteilt und laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich vielleicht auch an der Aktion zu beteiligen, sich ein Plakat abzuholen oder eben auch, wenn sie Hinweise haben, dass Personen oder auch gerade Frauen Opfer von häuslicher Gewalt sind, ihnen zu helfen und vielleicht auch sich dazu durchringen können, sich zu offenbaren.